Guten Tag, Herr Bach. Guten Tag, bitte, ich heiße Johann. Danke, Johann. Was dachtest du über den vorhergehenden Vortrag über die Mathematik von Musik? Mit Respekt, es war unwesentlich. In welcher Weise? Nun, ich komponierte das wohltemperierte Klavier, so dass Musiker Stücke in jede Tonart spielen üben konnten. Die Abstimmung des Klaviers wurde gewählt, so dass bei diesem Üben richtig tönende Intervalle zwischen den Tönen in jedem Akkord erhalten werden können. Es gab keine damit verbundene Mathematik. Die Abstimmung des Instruments ist nach dem Gehör. Ausgewählte Töne werden zu perfekter Tonhöhe abgestimmt und andere so weit wie möglich zu perfekter Tonhöhe. Wer wählt, welche Töne in dieser Weise abgestimmt werden? Wer auch immer das Instrument abstimmt. Wir alle haben unsere eigenen Vorlieben. Bedeutet es, dass einige Stücke besser klingen, wenn sie in angenehmen Tonarten gespielt werden? Richtig. Aber Wohltempieren ist ein Kompromiss, der es möglich machen will, in jede Tonart zu spielen. Einige Intervalle werden nicht perfekt sein, aber sie sind genau genug, Missklang zu vermeiden. So, Johann, die Mathematik ist unwichtig? Ich würde sagen, ja. Musik hat einige Zwecke. Einer ist, so dass der Komponist seine Fähigkeiten vorführen kann. Noch einer ist, dass der Virtuose dasselbe tun kann. Aber der Hauptzweck von Musik ist künstlerisch, emotional, wenn du willst. Sie sollte Freude oder Trauer oder Selbstbeobachtung inspirieren können. Wie wird sich Musik in der Zukunft entwickeln? Sie wird fantastisch sein. Einige Jahrzehnte von heute werden Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Joseph Haydn Musik revolutionieren. Sie wird kultivierter werden, experimenteller. Bald danach wird Ludwig van Beethoven eine neue Epoche eröffnen. Er wird komplizierte, äußerst emotionale Stücke komponieren. So, die Zukunft liegt mit deutschen und österreichischen Komponisten? Nein, es wird Genie von anderen Ländern geben. Zum Beispiel Frédéric Chopin aus Polen wird schöne, komplizierte Klaviermusik komponieren. In Italien werden Verdi und Rossini strahlende Opern komponieren. Anderthalb Jahrhunderte von heute werden die bedeutenden russischen Komponisten sich profilieren, mit Tschaikowski anfangen. Wird es keinen Platz für einfache Volksmusik in dieser komplizierten Zukunft geben? Oh ja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts wird ein neuer Typ von beliebter Musik die Welt fegen. Die Stücke werden kurz sein, gewöhnlich nur ein paar Minuten lang. Das Tempo wird 4-4 sein, mit schwerem Schlagzeug, um die zweiten und vierten Takte jedes Taktrichts zu betonen. Einfache Musik also? Gewöhnlich ja. Viele Stücke werden nur zu den subdominanten und dominanten Tonaten modulieren, wie heute im Status Quo in Volksmusik. So, du konntest Musik, die nur drei Akkordmodulationen hat, das Etikett Status Quo Musik geben. Ja, es würde ein guter Name für eine Musikgruppe sein, die diese Stücke spielt. Aber einfach bedeutet nicht unbedingt langweilig oder schlechte Qualität. Wenn die Musik in Leuten große Gefühle erregt, dann hat sie ihren Zweck erreicht. Zurück in die Gegenwart, Johann. Das wohltemperierte Klavier kommt in der Hitlist gut voran. Können wir ein Stück davon hören? Selbstverständlich. Werden wir das erste Stück in Buch 1 hören. Es ist ein Präludium in C-Dur.
Weil es ein einfaches Stück ist, vertun sich viele Leute, es zu schnell zu spielen. Hier hören wir es elegant gespielt. Danke, Johann. Um unser Programm zu beenden, hören wir nun Präludium Nummer 1. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Thank you.